Hallo wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und mit Familie Rossi, Robert und Dina Rossi. Und hier ist die Dina gewesen gerade. Dina Caliente ehemals. Sie hat hier voll viel Natursachen. Ihr Hobby, genau. Da können wir uns bei ihr eigentlich mal ein bisschen drauf konzentrieren. Vielleicht kriegt sie das noch in die Zone dann. Also das wäre eigentlich ganz cool. So, Robert, wo bist du? Warte, wo ist der Robert? Warum kriege ich das jetzt gerade nicht? Danke, das war wirklich lustig. Wir können uns ja bald nochmal treffen. Du bist wirklich in Ordnung. Okay, Alfred freut sich. Achso, der ist spazieren mit... Ja, okay, deswegen kriege ich ihn nicht rein. So, achso, ja genau. Nochmal ganz kurz. Robert und Dina Rossi mit den Kindern Rosa und Alfred. Und die Rosa ist verheiratet mit dem Peter und sie ist eben gerade schwanger, unsere liebe Rosa. Und ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob du den Arthur schon kennst. Mit dem kannst du gerade mal ein bisschen quatschen oder so vielleicht. Der ist ja um einiges älter eigentlich als sie. Also es kann sehr gut sein, dass die sich nie begegnet sind. So, wir können mal zusammen tanzen. Warum eigentlich nicht? Wo ist Peter eigentlich? Der lernt noch oben. Ach so, den habe ich ja zum Erziehung lernen geschickt hier oben. Und Alfred, der hat jetzt sein Date beendet. Hier, Lana kennst du, ne? Mit ihr hatten wir auch schon ein Date. Warte, ich muss mal wieder gucken. Rossi habe ich. Aber ich meine mit Lana. Lana hübsch, genau. Da hatten wir schon mal ein Date gehabt. Und von daher ist sie im Großen und Ganzen uninteressant für ihn als Date, aber hier als Freund natürlich nicht. Also das können wir einfach mal wirklich so Freundschaften auch aufbauen. Er wird am nächsten Tag älter und dann, jo, werde ich mich aber hauptsächlich trotzdem erstmal auf die 50 ersten Dates hier kümmern. Oh, was ist los mit euch beiden hier? Warum auch immer. Genau, iss mal was. Ach nee, abspülen. Okay. Dann spül mal ab. Hallo, Robert. Sie spült einmal ab. Und ich glaube, du kannst nochmal gucken, ob du noch irgendwas essen kannst. Das hättest du noch aufessen können hier. Hier, das da. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber iss mal. So, mein lieber Robert, du gehst nochmal in die Dusche. Oh. Oder vielleicht mal eine Etage höher, gehst halt einfach baden. Und danach gehst du mal ins Bett, weil wir haben ja mitten in der Nacht und von daher, ja, ist das vielleicht das Beste. Ich weiß gar nicht, am nächsten Tag, doch Freitag musst du um 9 arbeiten gehen. Deswegen gucken wir, dass es dir super, super gut geht. So, die Dina ist noch unten, die quatscht immer noch mit ihrer Tochter, die Beatrix. Oh, ihr seid mittlerweile auf 100, das heißt, ich kann euch ruhig mal sagen, dass ihr aufhören sollt. Ich gucke hier nochmal ganz kurz. Ja, okay. Dann gehst du auch mal rein, gehst mal auf die Toilette und säubern und dann kannst du erst nochmal rausgehen und erstmal ein paar Insekten aufspüren. So, wie lange brauchst du da oben noch? Ein bisschen hat er noch. Und unsere Rosa, die ist ja schwanger und von daher ist es eigentlich... Das kannst du auch noch aufräumen. So. Ich finde es ja schwangere und unter sich. Nee, nicht küssen. Reden. Hier, plaudern. Ich weiß gar nicht, kennst du? Doch. Sie kennt sie, aber irgendwie... Jetzt ist er fertig da oben. Finde ich gerade irgendwie lustig. Wartet mal ganz kurz. Das finde ich wirklich lustig. Das wäre auch ein schönes Thumbnail eigentlich. Zwei Schwangere unter sich und so. Oh, ich mache auch mal da ein Foto. So. Genau, könnt ihr euch ein bisschen mal ausquatschen oder überhaupt, wartet mal, abhängen. Super. So, genau, du bist... Oh lala, was haben wir denn da? Okay. Rosa die Grippe. Oh, schwanger und Grippe ist nie so lustig. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob er Lana kennt.
Doch, erkennt Lana auch, ist eigentlich auch so relativ mit ihr befreundet. Reden, plaudern, küssen könnte ich sie auch, vertraut? Hä? Warum denn vertraut? So ein bisschen verwandt auch, oder was? Dann quatschen wir den auch nochmal an. Und, ach so, genau, warte mal. Liebhaben, knuddeln, spielen, Jagd, spielen, Finger wackeln. Dann hast du vielleicht ein bisschen Spaß noch. Oh, unser Tinker wird hier. So. Alfred. Alfred, mein lieber Mann. Du musst ja auch am nächsten Tag wieder in die Schule. Und deswegen erstmal baden und dann gehst du nochmal Hausaufgaben machen. Und dann müssen wir fast schon ins Bett. Wir haben ja schon 1 Uhr, Mensch. Robert ist im Bett gelandet. Dina ist momentan noch irgendwo draußen und sammelt Insekten, wenn sie sie denn findet. Und ansonsten würde ich sie fast wieder reinbitten dann gleich. Ja, ihn habe ich jetzt. Warte mal, mit ihr kannst du schon mal aufhören zu quatschen. Komm, mach mal. Oh, nee, Quatsch, die war es gar nicht. Die war es. Okay, komm. Hör auch mit ihm auf und dieser Tinker kannst du. So, und Rosa, dich würde ich eigentlich bitten. Du hast nämlich die Krippe. Wobei hier die Rechnung kannst du mal bezahlen. Und dann kannst du vielleicht mal alle bitten zu gehen. Das ist jetzt mitten in der Nacht. 2 Uhr. Muss ja auch nicht sein, ne? Und dann gehst du hoch. Toilette. Gehst du mal im Sprudelbad. Nee, einfach nur baden. Und dann in Unterwäsche schlafen. Und ich gehe nochmal zum Otto runter. Der hat frei morgen. Ach nee, um Gottes Willen, der muss ja auch arbeiten gehen. Ach du Schande. Okay. Verscheucht werden. Weil dann würde ich hier sagen, benutzen und duschen. Gut, er macht jetzt gerade ein bisschen was Spaßiges. Aber er ist ja relativ ausgeschlafen, von daher hoffe ich mal, dass alles gut ist. Oh, Satinka braucht doch mal was zu essen vielleicht. Oh ja, braucht dringend was zu essen. Ist noch, guck mal, Dina. Dina, komm mal rein. Säubern, Napf füllen. Und dann kannst du ihr sagen... Nee, kann ich ihr nicht sagen. Essen gehen. Was ist, wo ist sie denn jetzt? Tschüss. Tschüss. So. Robert schläft noch. Ja, der ist bald wach, aber okay. Dina ist jetzt hier gerade. Genau. Gibt es denn noch was zu essen? Dieser Tinker steht schon hier. Ich hoffe mal, dass sie gleich... Ja, okay. Dann gehen wir eine Etage höher. Dann gehst du auch nochmal baden und danach ins Bett. Peter hat, ja genau, holt sich jetzt was zu essen. Erstmal. Gut, dass ich jetzt mit Satinka. Okay. Rosa ist im Bett gelandet. Rosa, geh nochmal auf Toilette. Warum das auch immer nicht geklappt hat mit der Toilette. Und danach ins Bett. Genau. Ja, ganz schnell. Alfred ist noch an den Hausaufgaben. Okay, ich bleibe mal ganz kurz hier bei ihr. Ich spule aber so ein kleines bisschen vor dabei. Genau, super. Okay. Wie weit bist du? Ja, hast bald. Danach gehst du erstmal schlafen. So, Robert müsste... Genau. Guten Morgen, Robert. Dann gehst du einmal runter, gehst dir mal auf die Toilette und kannst auch nochmal was frühstücken, einen Teller nehmen. Und danach gucke ich wieder. Und du kannst erstmal das hier abspülen. Wie gut vertragt ihr beiden euch schon? Oh, minus. Okay. Nicht wirklich gut. Gut, du kannst... Oh, genau, reparier das mal. Mechanik können wir ganz gut gebrauchen. Ich wollte irgendwas Spaßiges mit ihm machen, deswegen... Naja, gut. Vielleicht kannst du dann mal hier den Hula-Tanz noch tanzen.
Robert, warum verträgst du dich nicht mit deinem Schwiegersohn? Oh, von seiner Seite aus eigentlich okay. Ein Freund nicht, aber hier, die Zahlen sind ein bisschen höher. Wer ist das? Hallo? Hi, Abraham Wagner, okay. Keine Ahnung. Alle im Bett. Außer Robert und unser Peter. Peter, du darfst... Genau, üb mal ein bisschen. Ich möchte... Achso, nee, ich habe ja gesagt, du sollst... tanzen gehen. Du gehst dann erstmal... Na, aufräumen, abspülen. Und so geht's dir super, super gut. Ich würde dich dann deswegen einfach mal bitten, ein bisschen Mechanik noch zu lernen, ne? Das wäre eigentlich ganz gut für deinen Job. Um 8 geht's ja los. So, ich guck mal, die drei, die im Bett liegen. Perfekt. Dann spule ich mal ein bisschen vor. Weiß gar nicht, wo ist denn seine Tinker hingekommen? Hä? Oh, die schläft hier mitten im Weg. Obwohl auch Musik an ist und so. Die Musik ist eigentlich nebendran, deswegen kann sie schlafen. Ein Mechanikpunkt, super. So, dann spule ich dann doch nochmal ein bisschen. So, eine Stunde Alfred, Peter und Robert. Genau, dann gucke ich mal, dass es euch dreien gut geht. Oh, Satinka hat Hunger. Kann ich ihr das sagen? Nee, manchmal kann man es nämlich hier loben für vom Simbett wegbleiben. Und du machst jetzt hier hinten nochmal ein Nickerchen. Ich will dich jetzt nicht mehr ganz nach oben schicken für die Stunde. Er ist wach. Also, du könntest theoretisch wach sein. Geh mal raus und... Ich meine, wir brauchen es hier nicht mehr, aber irgendwie ein bisschen Spaß brauchst du halt noch. Und Robert, dem geht es super gut. Hier weiß ich nicht, ob das ausreichen wird. Um dass er eine Beförderung bekommt. Naja, gut, so. Oh, du bist auch wach. Dann kannst du mal... Oder ausgeschlafen erstmal. Dann kannst du nochmal aufstehen oder aufwachen. Und du kannst hier oben auch mal Erziehung lernen. Und die Diener, dich wecke ich auch mal auf. Du kannst hier mal handrangmäßig und so. Und dann gehst du runter... Und bist mal ganz die Mama, also ganz Mama und Frühstück servieren, Pfannkuchen. So. Genau, Robert, dich schicke ich schon mal los. 8.13 Uhr. Okay. Oh, Dina, steh mal auf. Und Rosa ist am Lernen, super. 8.24 Uhr. Ich spule mal ein bisschen vor. So, einmal los. Und du auch. Los. Wie weit hat es gebracht? Nee, ein bisschen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob er hier das noch schaffen wird. Schauen wir einfach mal. Wenn nicht, dann ist es halt einfach nicht der Fall. Wo ist sie denn jetzt? Kommst du noch runter? Dina. Ach, da. Und wo ist dieser Tinker? Die ist da draußen, hat jetzt anscheinend was gegessen. Bisschen handrangmäßig ist noch... Genau, super. Sie hat ja, also ich mach mal zu, ihren Kratzbaum eigentlich draußen, aber ist auch schön, finde ich. Innen drin hatte ich, glaube ich, keinen Platz mehr gefunden, ne? Für irgendwie einen Kratzbaum oder so. Wobei, wir könnten... Ah, wartet mal. Wir haben eigentlich genug Geld. So einen kleinen Kratzbaum hier. Und in Rot? Das ist doch kein Rot. Achso, da. Hier. Das müsste eigentlich funktionieren, trotz dass das hier oben ist, oder? Und ich würde dir gerne auch noch eine Maus geben und auch noch eine rote. Die legen wir da auch noch hin. Bin mal gespannt, ob die da dann liegen bleibt oder nicht. Keine Ahnung. So, die Mädels sind allein im Haus. Aber Rosa ist oben. Die lernt halt Erziehung. Und die Diener ist hier unten. Die kocht, wir haben gleich 10 Uhr und das heißt ja immer für mich, jo, dass ich dann dieses Haus quasi verlasse und das heißt gleichzeitig für mich dann ins nächste Haus übergehe. Und das wird dann das Gruselhaus sein, das, lass mich mal gucken, da hinten, nee, da drüben ist, hier ist es, da ist es.
Okay. Ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Naitao. Ciao, ciao.